So, guten Abend. Es ist der 4. Dezember 2015. Heute wieder eine Serie von Sendungen über den großen Frieden. Es hat schon ein, zwei Kongresse gegeben. Ich habe auch an die erste teilgenommen. Diesen Cheese-Fondue-Workshop, die haben von der Uni Bayreuth organisiert mit den unterschiedlichen Rektoren, Firmen, Nobelpreisträger. Und das hat sich immer weiterentwickelt, dass Menschen einfach Stellung nehmen zu den großen Themen. Und eine dieser Themen ist natürlich der große Frieden. Und heute haben wir zwei Sendungen und danach wird einer der Mitorganisatoren auch interviewt. Jeder entwickelt was anderes, jeder gibt einen anderen Aspekt von das, was der große Frieden, der irgendwie eine Sehnsucht ist oder ja, dass ich jetzt besonders heute, wo entschieden wurde, in Krieg zu gehen, von dem deutschen Parlament. Und das heißt, es sind Impulse, die jeder gibt sie auf seine Art und Weise. Das freut mich, dass wir der große Frieden ist für mich, auch wenn jeder anders ist, wir freuen, dass jeder anders ist. Und dann klappt alles. Ne? Und deswegen, jetzt heute Abend, haben wir das gestern einfach entschieden, das gemeinsam auf Sendung zu gehen. Also das war improvisiert aus Gomera, eben Edgar Michael Hofer. Grüß Hallo, Namaste, hallo. So, gucken, ob Technik alles in Ordnung. Ja, Audio ist okay. Schön. Schön. Du hast bei uns oft viele Sendungen gemacht. Es war immer wunderschön. Es entsteht eine unglaubliche Stille. Und ich schwinge mich ein, freue mich auf dein Reichtum zu serfen. Und eben vielleicht, was sind deine Impulse, ja, die du gerne geben möchtest heute über das Thema der große Frieden? Ja. Ja, gern. Ist ja auch ein ganz toller Titel, der große Frieden. Unabhängig davon, dass dann natürlich jeder damit auch wahrscheinlich andere Assoziationen hat und darunter was anderes versteht, mehr im Außen oder mehr im Innern, geht es halt bei mir, bei meiner Arbeit mit dem, was ich bin und was ich auch mit anderen Menschen teile, um den großen Frieden, den man in sich finden kann. Ja? Das ist dann für mich sozusagen der große Frieden, der dann wirken kann in der Welt. Umso mehr Menschen diese Art von großem Frieden finden in sich, umso mehr wird auch ausgestrahlt, wie er fällt sozusagen. Menschen, die sagen, okay, wir wollen da nicht mehr bei diesem Krieg mitspielen. Ne? Da gibt es ja den schönen alten Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und der Spruch hat gerade in dem Zusammenhang eine große Wahrheit, nämlich genau diese Wahrheit des keiner geht hin. Ja? Weil da gar keiner eigentlich ist, der dann Stellung bezieht, wo man sich aus Meinungen zurücknimmt und aus zumindest so weit zurücknimmt, dass man sie nicht mit Gewalt oder mit Krieg durchsetzen möchte. Weil da fängt eigentlich Krieg an. Krieg fängt dort an, wo ich andere nicht so sein lassen kann, wie sie sind, wo ich eine gewisse Situation nicht so sein lassen kann, wie sie ist, wo ich im Krieg damit bin, mit dem, was ist, ja, mit dem, was sich zeigt. Egal, wie sich das dann weiterentwickelt, aber das ist so diese erste Regung hin zu Krieg beginnt genau dort. Das beginnt, kann beginnen in Partnerschaften, wo man den anderen nicht so sein lassen kann, wie er ist. Oder viele sind im Krieg mit sich selbst, können sich nicht so sein lassen, wie sie sind, wie sie gedacht sind von der Schöpfung, von der Natur, was mitgegeben wurde, wollen sie es verändern. Viele Menschen sind im Krieg mit der Natur, mit dem Planeten. Dort fangen die Kriege eigentlich an. Dort fängt diese Kriegsbereitschaft an, bei dem Gedanken, dass da irgendetwas wäre, was anders sein sollte.
Würden da alle jetzt zum Beispiel sagen, wir lassen das, wie es ist, würde eigentlich augenblicklich Frieden sein. Genauso würde augenblicklich Frieden sein, wenn alle erkennen würden, wer sie wirklich sind. Weil dann würden wir erkennen, dass wir alle der, die das eine sind. Dass wir wirklich Brüder sind. Ja? Brüder der gleichen Quelle. In uns ist die gleiche Quelle. Würde niemand auf die Idee kommen, einen Bruder zu töten oder ihm was Böses zu tun, weil ich bin du. Ja? Dieser Spruch auch von Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da geht es auch darum, zuerst sich selbst zu lieben, sich zu finden, sozusagen das eine selbst. Weil wenn ich mich selbst nicht liebe, hat der andere ja auch nichts davon, wenn ich ihn so liebe wie mich selbst. Also beginnt Liebe wirklich bei Selbstliebe in einer Art und Weise, dass man jenseits des Egos geht und das wirkliche wahre Selbst findet, das wir wirklich sind. Und von dort sieht man dann genau dieses selbe Selbst auch im anderen. Und dann geht es nicht darum, dass ich den anderen liebe wie mich selbst, sondern als mich selbst. Dann bin ich der andere. Dann kann ich nicht mehr auf Ideen kommen, einen anderen den Kopf abzuschneiden oder ähnliches. Ja. Oder auch der Spruch, die rechte Wange hinhalten, ebenfalls was, was von Jesus kommt. Ich bin jetzt da nicht so der Jesus-Prediger, aber das ist halt, er hat halt doch eine Religion der Liebe auch gegründet, wo dann dem Namen natürlich auch viel Unsinn geschehen ist. Aber ursprünglich ging es darum, um Friede, wirklich um Friede. Und letztlich geht es allen Menschen, die engagiert sind, um Friede. Ja. Das treibt uns an, weil das in Wirklichkeit ein ganz, ganz tiefer Teil von uns ist. Wir können in uns auch Krieg haben, das stimmt schon. Ne? Und den nach außen tragen. Das ist was Temporäres. Mal ist Krieg, mal ist nicht Krieg. Aber jenseits dessen ist etwas in uns, das immer im Frieden ist. Und wenn wir zu dem zurückkehren, manifestiert sich der Friede auch im Außen. Hatte Krieg eigentlich in der Natur, gibt es sozusagen keinen Krieg, so wie wir das kennen. Ne? Hat den Krieg nicht angefangen, wo der Mensch erschaffen wurde, dass er die Freiheit gehabt hat, zu trennen das Sein und das Nichtsein, das Denken und das Sein? Ja, zum Beispiel. Ja. Also es gibt zwar schon Tiere, die auch Gewalt kennen, ne? Das gibt schon, aber das, was Krieg ist, das, was wirklich Krieg ist, das ist schon etwas Menschengemachtes. Und das hat in Wirklichkeit sehr viel damit zu tun, wenn man sich vorstellt, vor 10.000 Jahren gab es die neolithische Revolution. Das war sozusagen, das wäre das, was die Vertreibung aus dem Paradies war. Das war, als der Mensch überging vom Jäger und Sammler zum Ackerbau. Ja. Und das war dann der Beginn auch, das war die Zeit, Vertreibung aus dem Paradies passt, das war auch die Zeit, wo sozusagen Kain den Abel erschlug. So kann man sagen, das ist die Wurzel des Krieges. Nicht wirklich, natürlich nur symbolisch gemeint, aber das ist der erste Krieg gewesen, das war die erste Tat. Ne. Und da ging es genau darum, um diese Erkenntnis, was damals kulturell passiert ist, schon vor 20.000 Jahren, laut Wilber zumindest, dass er Personalisierung angefangen hat. Das heißt, der Mensch entdeckte das Ich. War er vorher noch mehr unbewusst hingegeben, wie, ähnlich wie Tiere, und damit aber eins mit dem Sein, eins mit dem Ganzen, ungetrennt, ja, hat er dann plötzlich sein Ich erfahren. Plötzlich war er da ein Ich, plötzlich war er da Personalisierung. Die personale Phase hat begonnen. Wovor die präpersonale Phase war, war dann die personale Phase. Und damit hat der Krieg begonnen, weil damit begann Streit, damit begann Trennung, ich und du, du wärst der andere als ich. Das geht nur, wenn da ein Ich ist. Ja? Ohne Ich gibt es auch kein Du. Ja, wenn ich mich nicht in einem Wir fühle und nicht eins mit dem Ganzen fühle, sondern als Ich. Ja? Das ist so die erste Trennung. Man könnte sagen, die Trennung von Gott, vom Göttlichen. Ja? Das war damals, vor 20.000 Jahren, war das wahrscheinlich eine Revolution. Die ersten, die so ein Ich gefunden haben, die galten wahrscheinlich damals als erleuchtet. Ne? So, ah, ich.
Ja? Selbsterkenntnis, da ich bin, ja, diese Selbsterkenntnis, im nächsten Schritt hat man sich dann, was war das für Blatt, Feigenblatt, vor Scham dazugegeben, aber so, das ist die Geschichte, die da erzählt wird, ja? Symbolisch. Diese Ich-Werdung und dadurch diese Trennung von Gott und diese Trennung aus dem Paradies. Und was jetzt bevorsteht, in ganz großem Stil, aber sicher wahrscheinlich einige Jahrzehnte oder Jahrhunderte auch dauern wird, dass die Menschheit an sich die Chance hat, als nächsten evolutionären Schritt wieder in die transpersonale Phase zu kommen, also die personale Phase hinter sich zu lassen, was dann automatisch eine Phase wird von Frieden, ist es gar nicht anders möglich. Ja, der Friede ist dann kein Beschluss, sondern ist eine Begleiterscheinung, das ist eine Nebenwirkung des Transpersonalen, so wie ähnlich des Präpersonalen, aber man ist durch die personale Phase hindurchgegangen und nimmt die Selbsterkenntnis mit. Ja. Sowohl jener, ein Ich zu sein, als auch jener, dass wir alle dasselbe Ich sind. Und das ist dann wahre Brüderlichkeit, weil da ist dann Hingabe an das eine. Aber das ist etwas, was uns jetzt in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Krise zum Beispiel, die wir da weltweit haben, mit islamischer Staat und überall, hilft uns das jetzt nicht unmittelbar. Ja? Das ist eher ein Ausblick, ja? Für Jahrzehnte und vielleicht Jahrhunderte, die kommen können. Aber es beginnt, das spürt man ganz stark, immer mehr Menschen erwachen zu ihrem wahren Sein, immer mehr Menschen erwachen zu dem, was jenseits dieses personalen Ichs ist. Egal, ob man das dann das eine selbst nennt oder egal welche Benennung man dann findet oder reines Bewusstsein oder Gewahrsein, Stille, Friede, aber dieser Prozess ist in Gang und das ist ein evolutionärer Prozess. Schön. Das heißt, bei der Natur ist Evolution und wir kennen das auch, wenn wir über den Begriff Krieg gehen, dann wird einfach Evolution, was von der Natur vorgesehen ist, weil Krieg ist von der Natur nicht vorgesehen, aber Evolution. Ne? Und das wäre der intelligente Schritt für die Menschheit, in die Evolution zu gehen, so wie du das gesagt hast. Wobei das geschieht eh, da kann der Mensch nicht viel mehr machen, als es geschehen zu lassen. Also auch daran diesen Willen und dieses Ich rauszunehmen und geschehen zu lassen. Dann wird sich das manifestieren. Und bis dahin geht es darum, wie geht man mit den Gefühlen um, die in nächster Zeit halt sein werden. Das ist so dann der konkrete Part, der mehr im Jetzt spielt, weniger in der Vision und weniger bei Evolution dauert. Da braucht man eben auch Geduld dazu. Und der Teil ist, dass man wirklich viel erreichen kann durch Spüren. Indem man wirklich all das, diese Gefühle, all die auftauchen, das kann sein Angst, das kann sein Wut, das kann sein Hass, ja, wenn irgendwo jemand getötet wird, der Freund von mir war irgendwo in der Nähe, ist ja wurscht, wo irgendwo vielleicht irgendwann Bomben hochgehen, ja, da geht es darum, im Fühlen zu bleiben, in der Liebe zu bleiben und die eigenen Gefühle dazu anzunehmen, nicht in eine Automatik zu gehen und gleich sozusagen zurückzuschlagen, ja, das gilt, dieses Prinzip gilt auch für Staaten, ja, auch Staaten können in ein Gewahrsein gehen und sozusagen einfach einmal anhalten und nachspüren. Das, was oft als Schweigeminute, manchmal sogar eher populistisch verkauft wird, das hat aber einen tiefen Sinn, dass man innehält und nicht gleich in den Gegenschlag zum Beispiel geht, sondern innehält und das einmal wirken lässt, die Emotionen, die Energien wirken lässt. Da haben wir Möglichkeiten, wo wir die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte ja viel erreicht haben, dass man jenseits dieses Auge um Auge geht. Ja? Das haben wir im bürgerlichen Gesetzbuch etc. Im modernen Rechtssystem ist das schon lang auf individueller Ebene implementiert, dass es nicht heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn, weil das Steinzeit ist. Aber in der Politik der Staaten ist das noch die heutige Realität. Ja, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, das heißt einfach schon das Wort Parteien. Die Parteien sind ja im Begriff von Krieg. Weil wenn die Parteien sich als ein Teil des Ganzen sehen würden, dass jeder etwas Gutes entwickelt für die Gemeinschaft, dann wäre die politische Szene eine andere.
es gäbe einfach auch Absolut. Eine Einheit und würden einfach keine Parteien annehmen, die einfach sich trennen von den anderen, die einfach auch Krieg führen. Absolut. Ja. Absolut. Weil es darf unterschiedliche Sichtweisen geben. Dieses ganze Spektrum, dieses ganze politische Spektrum ist ja auch eine gewisse Blüte, eine gewisse Reichtum, den man hat. Unterschiedliche Sichtweisen auf das. Aber man muss über das, was uns scheinbar trennt, muss man das, diese Wahrheit, die wirklich ja da ist, ja, nicht mehr länger wegschauen, dass wir eins sind. Und das muss einen höheren Wert haben, sozusagen das, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Und das, was uns trennt, das ist dann eher wie eine bunte Blumenwiese, wo jeder seinen Part einbringen kann. Ja, das ist dann ein konstruktiver Prozess und nicht ein Prozess des Kampfes und Streits. Ja, dann darf dennoch jeder so da sein, mit dem, was er ist, mit den Ideen, die er hat. Und dann ist es ein Prozess des Erblühens. Hm. Ja, Evolution finde ich das Wort einfach auch gut in den Grund genommen. Es ist das gleiche wie ein Körper. A part ist ein Teil, ne, auf Englisch. Ne? Und die Organe sind auch ein Teil des Körpers. Und wenn die Organe sich streiten würden, wären Parteien, dann sieht man, was dann im Körper geschieht. Ne? Das ist ein super Beispiel. Super, super schönes Beispiel. Und da passt dazu, wir sind ein Organismus aus Zellen, da hat sich ja im Prinzip, es ist in der Natur, in der ganzen Schöpfung gibt es selbst wiederholende Muster. In der Mathematik nennt man die Fraktale, ne? Dass sich gewisse Muster wiederholen, oder in der Spiritualität hat man gern gesagt, im Kleinen wie im Großen wie im Kleinen. Ja? Und da gibt es das Muster, dass sich ursprünglich einzelne Teile zusammengetan haben, zum Beispiel ein Zeller zum Mehrzeller und damit einen Organismus dann gebildet haben. Ein Organismus besteht dann nicht nur jetzt aus vielen Zellen, das ist nochmal weiterentwickelt, ein Organismus besteht aus mehreren Organen, die eben nicht im Widerstreit zusammen sind, sondern sich ergänzen und gemeinsam sozusagen den Organismus bilden, wo das Ich ebenfalls rausgeht in ein Wir. Ja? Und das ist dann ein Wir. Das, was hier als Körper, als ein Ich spricht, ist in Wirklichkeit ein riesengroßes Wir, eben als Organismus von Organen und von Zellen. Und der nächste Schritt ist dann der in Richtung Superorganismus. Ein Superorganismus ist etwas, was aus mehreren Organismen besteht. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Bienenvolk. Bienenvolk an sich ist ein Superorganismus. Folgt einem, ja, ist zusammen etwas Größeres, ja, wo jeder seinen Teil, jeder scheinbare Individualität einen Teil erfüllt. Ein anderes Beispiel sind bestimmte Quallen, die aus einzelnen Polypen bestehen, wo ein einzelner Polyp gar nicht mehr überleben kann, so wie er sie evolutionär entwickelt hat in dieser Qualle. Der eine hat die Aufgabe von einem Segel, der nächste die Aufgabe von Fangarten, ja. dieses Konzept des Superorganismus gibt es in der Natur. Und möglicherweise ist die Menschheit auch auf diesem Weg. Das ist ja zu wünschen. Ja, ich nenne es wirklich ergänzt. Schön, ja. Schön. Ich nenne es seit Jahrzehnten organismische Intelligenz. Und ich glaube, dass, ich meine, jeder Baum funktioniert so, jede Stadt, es gibt die Staatsorgane, aber fehlt der Organismus, alles ist ein Organ von einem Organismus. Aber wir Menschen, wir gehen zum Mond, wir machen Entdeckungen der Manipulation, aber wir haben die Natur noch nicht verstanden, dass jeder ein Teil des Ganzen ist. Jeder Baum weiß es. Ne? Absolut, so kann man es, ja. Ich sage manchmal, wir haben technologisch extrem viel erreicht die letzten 200, 300 Jahre, aber auf vielen anderen Gebieten haben wir sehr großen Aufholbedarf. Wir sind eigentlich noch in der Steinzeit dessen, was man intelligente Zivilisation nennen könnte. Ja. Und da stehen wir aber, glaube ich, wirklich vor einem Quantensprung. Der ist möglich. Der ist wirklich möglich. Mhm. Und kann es sein, dass es auch nicht passiert? Kann es sein? Dass es nicht passiert? Der Quantensprung? Ja.
Jein, es kann natürlich sein, man kann nichts ausschließen. Wo ich großzügiger bin in der Vision, ist die Zeit. Ja, es kann sein, dass erst in 1000 Jahren geschieht. Es kann sein, dass man das System zurückschlägt, ja, das Imperium schlägt zurück und wir die nächsten 50 Jahre dann hier in irgendeiner Diktatur sind, so NSA-mäßig und so. Es kann auch sein, dann kommt die nächste Welle. Ja. Die nächste Welle kommt ganz bestimmt. Das ist dann halt die nächste Generation, die sich daraus befreit und dann noch tiefer geht im Frieden und noch tiefer geht in der Stille und noch tiefer geht in der Liebe, in der Öffnung, im Engagement für die Natur. Ja, weil es wirklich reicht. Das heißt, es ist nicht aufzuhalten. Ja? Der evolutionäre Sprung ist nicht aufzuhalten. Das Einzige, was man machen kann, es gibt eine Verzögerungsmöglichkeit, das geht in Richtung 50 Jahre, 100 Jahre, sagen wir so. Das mit 1000 Jahren war schon sehr groß gesehen. Das ist ja schon eine Riesenwelle. Das wäre, wenn uns der Islam, ich sage es ganz offen, wenn uns der Islam überrollt, ein islamistischer Islam, also ein extremer Islam, dann könnten da noch einmal 500 Jahre im Mittelalter kommen. Weil dann muss sich diese Religion, das, was die christliche Religion unter sich gebracht hat im Mittelalter, diese Unterdrückung, dieser ganze Wahnsinn, dieser religiöse Wahnsinn, ja, den müssen die dann hinter sich bringen. Und das dauert dann halt wieder 100, 500 Jahre. Aber trotzdem wird diese Welle kommen. Wenn nicht jetzt, dann spätestens. Ja, aus kosmischer Sicht ist das ein kleiner Zeitraum. Die einzige Möglichkeit, dass sie nicht kommt, die gibt es schon. Aber das wäre das Ende der Menschheit. Die Menschheit hat keine Überlebenschance, wenn dieser evolutionäre Schritt nicht geschieht. Langfristig gesehen. Ja. Ja, also mich hat es beruhigt, ich fand das toll, zu sagen, okay, wenn es jetzt nicht kommt, dann in 1000 Jahren. Also mir hat es Ruhe gegeben, Frieden, ah ja, ich habe Zeit, ich kann mich entspannen und gehe in meinen Frieden, weil es nicht zu bremsen ist. Schön, wie du das gesagt hast. Genau, ja, so ist es. Ja. Schön. Und wenn es nicht wir sind, ja, selbst bei dieser kleinen Wahrscheinlichkeit, ja, dass es nicht die Menschheit ist, dann ist es dann eine andere Art. Die Natur setzt es durch. Ja, ja. Ja. Das heißt, es ist wie das Wetter, wenn die Wolken kommen, dann wird es regnen. Ne? So ungefähr, ja, so kann man das sehen. Es ist ein Naturgesetz, es ist eigentlich wirklich das voll ganz logischen Schritten, kann man sagen. Das heißt, all diese Sachen sind natürlich verbunden mit dem Magnetismus, mit dem Planeten, ist nicht nur ein Phänomen, weil der Magnetismus wirkt auf das ganze Sonnensystem und das heißt, manche Sachen sind wir auch nicht in der Lage, wenn sie kommen sollen, die dann einfach zu verändern, weil Physik und Biologie und ist nicht, dass wir das bestimmen, sondern es bestimmt sich von selbst. Ne? Absolut, so ist es, ja. Absolut. Schön. Wie machst du das, deinen inneren Frieden oder deinen großen Frieden, wie machst du das tagsüber in das Tägliche? Ja, der Friede wird ja nicht gemacht. Der ist ja darunterliegend immer da. Letztlich ist der auch da. Man kann ja mit diesem eigentlichen Frieden, wenn wir so sagen, der große Friede, der in uns ist, der wir sind, ja, wenn man den gefunden hat, ist man genauso auch in Frieden mit Unfrieden. Ich gehe so weit, das ist vielleicht mag schlimm klingen, man kann sogar in Frieden sein mit Krieg. Ja. Ja. Wenn man jetzt Bhagavad Gita hernimmt zum Beispiel, gibt es ja auch Beispiele, wo Krishna mit Arjuna sprach. Also manchmal ist es auch eine Notwendigkeit, vor allem wenn man angegriffen wird, hat man natürlich, man hat die Möglichkeit, die rechte Backe hinzuhalten, aber es ist auch total okay, wenn man das nicht tut. Okay. Ja? Ja, dann ist es so. Ja, ja, klar. Okay, schön. Schön. Die Tiefe des Meeres, für die Tiefe des Meeres und für die Stille in der Tiefe des Meeres ist es bedeutungslos, ob an der Oberfläche ein Sturm tobt oder ob da stille See ist. Hm. Die wirkliche Stille, die wirkliche Tiefe ist immer da. Ist immer da, ja. Schön.
Ja, besonders auf einer Vulkaninsel, ne? Ja, sowieso. Vor allem, wenn der Vulkan schon 5 Millionen Jahre erloschen ist. Naja, was sind 500 Jahre? So wie du erzählst, 1000 Jahre sind nichts, dann sind 500 Jahre auch nicht so viel. 5 Millionen Jahre, aber auch das ist nichts. Okay. Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren Beitrag, Ja, für diese ja. Erkenntnisse fühle ich mich auch ein bisschen einfacher. Und eben, liebe Zuschauer, das Video wird auch hochgeladen. Schaut, schreibt einfach darauf. Seid interaktiv, denn interaktiv freut man sich und gibt einen Beitrag, dass jeder Schöpfer Mitschöpfer ist, dass jeder etwas dazu machen kann. Ne? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke. Danke dir. Danke. Bis dann. Namaste. Ciao. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Namaste. Ja, um 21 Uhr, die andere Referentin hat es zeitlich nicht geklappt. Um 21 Uhr geht es weiter mit Andreas Mascher. Bis und jetzt in der Zwischenzeit ein paar Aufnahmen, was ich gemacht habe. Tschüss. Das könnte ich jetzt speichern.